Endlich haben wir Sommer. Seit Wochen können wir Badewetter genießen und sie senkt schon hinter mir, ich bin jetzt gerade am Feier. Ein bisschen so planschen ist aber nicht ganz mein Ding, sondern ich brauche einfach noch so ein bisschen Action dazu. Und deswegen bin ich heute am Friedenhainsee, weil da kann man nämlich Wasserski ausprobieren. Ich habe das Ganze noch nie gemacht, aber ich habe mir jetzt zumindest schon mal Badehosen angezogen. Was es dafür sonst also braucht, das findet ihr jetzt mal raus und ja, wir schauen, wie ich das dann hinkriege. Und fürs erste mit Wasserski fahren haben wir gleich eine echte Herausforderung gesucht. Denn die Wasserski- und Wakeboard-Seilbahn am Friedenhainsee bei Parkstetten ist mit 1200 Meter Umlaufstrecke die längste der Welt. Okay, also so gut wie der, glaube ich, rede ist eher nicht hier. Aber ich habe jetzt auch gerade gesehen, da liegt auch schon einer im Wasser. Ja, das wird dann eher ich später sein. Ich habe gerade gesehen, da sitzt der Chef drin. Zu dem schaue ich jetzt mal rein. Vielleicht kann mir der das Ganze mal ein wenig erklären. So, servus. Ich bin der Adrian, hallo. Ich möchte heute gerne Wasserski ausprobieren. Wie kann ich das machen? Kein Problem. Einfach Badehose anziehen und dann zu uns zum Start runterkommen. Badehosen habe ich schon auch. Das kann auch nicht alles sein, oder? Nein, das ist jetzt ganz einfach. Da neben der Eingangstür, da läuft ein Anfängervideo. Das Anfängervideo mal anschauen. Dann in die Garage reingehen, Prallschutzweste nehmen, Ski oder Wakeboard raussuchen und dann runter zum Start und schon geht's los. Okay, und wie schaut das jetzt für mich so aus? Kriege ich das überhaupt hier oder strahlt's mir jetzt alle paar Meter? Das machen Kinder mit 7, 8 Jahren, das ist kein Problem. Ja, jetzt habe ich Druck, darf ich mir behaupten. Ja, logisch. In dem Erklärvideo kann man schon mal anschauen, wie es theoretisch funktioniert. Eine kurze Trockenübung noch und dann ab ins Schwimmbesten. Und mit den passenden Skiern geht es dann in Richtung Start. Nicht mal 5 Sekunden hat es gedauert und schon bin ich badschnaus. Doch eigentlich war es ja auch nicht anders zum Erwarten. Als ich dann ein paar Meter im Wasser war, habe ich mich nach hinten weggezogen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, das Gewicht mehr nach vorn bringen müssen oder so, aber weil du stehst um und dann zurück das Wasser hinten und die ersten paar Meter sind dann noch gegangen. Und nachher habe ich mir gedacht, jetzt kann ich mich langsam aufstellen, aber war dann nichts. Ja, wir schauen nochmal probieren. Damit es beim zweiten Versuch jetzt aber besser hinhaut, holen wir jetzt noch ein paar Tipps vom jungen Profi. Also, lang wie es geht, hinten, also in der Hocke bleibst und dann einmal aufstehen, also mit dem Zug aufzustehen. Aber mein Problem war, ich war hinten in der Hocke. Ich war so weit hinten, dass ich dann Seil nicht mal richtig holen konnte. Du darfst, musst mit dem Zug vom Seil aufstehen. Ja. Weil du hast den Zug, der wo ich nach vorne ziehe. Mit den Tipps kann in Runde 2 jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Das hat doch schon deutlich besser ausgeschaut. Vor lauter Aufregung habe ich aber ganz vergessen, dass auf dem 50.000 Quadratmeter großen See nicht nur geradeaus geht. Also beim dritten Versuch dann am besten auch noch Kurven fahren. Das war ja gar nicht so schlecht. Das war gut, würde ich sagen. Ich bin ja aber fix und fertig. Das ist brutal anstrengend. Also das Schwierigste sind die Kurven. Ne? Und mal schauen, dass wir relativ weit außen können, weil sonst zieht dann das Seil so mit und dann zieht der Tag weg. Aber sonst macht es auch viel Spaß, weil es echt anstrengend. Also auf jeden Fall ein Sport, wo man voll Kraft und Ausdauer braucht. Immerhin habe ich fast eine ganze Runde geschafft und das bei 30 Stundenkilometern. Gefühlt waren es sogar noch mehr. Bei den Profis geht es aber noch rasanter zu. Die gleiten mit nur einem Ski übers Wasser und das bei 60 km/h. Unter den Profis ist auch der Peter Schwemmer. Aber der kann nicht nur gut Skifahren, sondern steuert auch noch das Motorboot, das mich gerade aus dem Wasser gefischt hat. Sie haben gerade ausgezogen, danke. Bitteschön, gern geschehen. Wie oft kommt das vor?
bei Anfängern regelmäßig. Mhm. Wenn du länger fährst, wird es immer weniger und dann irgendwann gar nicht mehr. Aber es ist normal. Und was sind die schwierigen Stellen? Also ich würde sagen Kurven, oder? Schwierigste sind die Kurven, die schlimmste ist die Vierer hiervon. Ja, weil, weil die einen spitzen Winkel hat, aber ansonsten ist alles okay. Okay. Super gefahren. Auf der Anlage am Friedenhainsee kann man neben Wasserski auch noch Wakeboard und Kneeboard fahren. Und da es auf die Skiern gerade so gut hingehört hat, probiere ich es jetzt auch noch auf die Knie. Als Fazit kann man echt sagen, dass es mega viel Spaß macht. Also mir hat es zwar im ersten und beim zweiten Versuch noch ins Wasser gehauen, aber ich glaube, das ist ganz normal, weil es am Start in der Kurve natürlich echt schwierig ist. Aber wenn man es dann ein paar Mal macht, ist man echt drin und es macht sau viel Spaß und auf jeden Fall mal ausprobieren.